Und zugeschaltet ist nun Igor Jovkva, außenpolitischer Berater von Präsident Zelensky. Guten Tag, Herr Jovkva. Guten Tag. Wie wichtig war aus Ihrer Sicht der Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock bei Ihnen in der Ukraine, in Kiew, in Butscha und in Irpin? Ja, ein sehr wichtiger Besuch. Es ist sehr wichtig, dass Frau Baerbock den Besuch mit diesem Besuch eben in Butscha angefangen hat. Wenn man mit den eigenen Augen diese barbarischen Grausamkeiten sieht, die die russischen Truppen dort begangen haben. Und wir müssen leider sagen, das sind nicht die einzigen Orte, wo Ähnliches passiert ist. Die Ortschaften, die jetzt noch besetzt sind, wir werden hinterher bestimmt noch Ähnliches entdecken. Und das war auch für Frau Baerbock sehr wichtig, habe ich so verstanden. Und danach hat sie sich mit dem Präsidenten getroffen und diese Frage besprochen, genauso wie die Frage der deutschen Beteiligung, sowohl an Waffenlieferungen für die Ukraine, damit wir uns so schnell wie möglich befreien können, damit unsere Zivilisten und Soldaten nicht mehr sterben, als auch die Fragen der Sanktionen und der europäischen Perspektive der Mitgliedschaft in der EU. Diese Fragen bespricht man einfach anders, wenn man sieht, was die Russen hier angerichtet haben. Sind denn jetzt aber tatsächlich auch mit dem Besuch von Frau Baerbock alle Verwerfungen zwischen der Ukraine und Deutschland damit ausgeräumt, Herr Jovkva? Ich würde nicht sagen, dass es Verwerfungen gab. Ja, Deutschland ist ein sehr wichtiger Partner in diesen Bereichen. Vor dem Besuch der Außenministerin war Frau Baas, die Präsidentin des Bundestages, hier. Sie hat sich ebenfalls mit dem Präsidenten getroffen und wir haben uns auch sehr bedankt bei Frau Baas für die Resolution des Bundestages über die schweren Waffen, über diese Lieferungen. Wir haben ganz pragmatisch auch die Mitgliedschaft besprochen in die EU, unser Kandidatenstatus. Wir haben gesehen, dass Frau Baas dem auch mit Wohlwollen gegenübersteht. Und wir freuen uns sehr, offiziellen Vertreter aus Deutschland bei uns zu begrüßen, immer, wenn es um konkrete Ergebnisse geht. Und zeichnet sich schon ab, dass auch Bundeskanzler Olaf Scholz Präsident Zelensky in Kiew besuchen wird? Der ukrainische Präsident freut sich immer, wird sich freuen, Herrn Bundeskanzler in Kiew zu begrüßen. Sie sehen, ganz viele Vertreter der EU-Länder haben uns schon besucht, Kiew besucht. Und es wird auch weitergehen, so gehen. Und der Bundeskanzler ist immer ein sehr gern gesehener Gast in Kiew, auch in Butscha, Borodjanka, Irpin. Er wird auch die Möglichkeit haben, diese Ortschaften zu besuchen und mit den eigenen Augen zu sehen. Und auch im persönlichen Treffen mit dem Präsidenten, die Unterstützung zu besprechen, noch schnellere Unterstützung, noch intensivere Unterstützung, seien Sanktionen oder Waffen oder unsere Integration in die EU. Herr Jovkva, Sie haben ja eben bereits den EU-Beitritt, den Kandidatenstatus der Ukraine angesprochen. Wie beurteilen Sie denn die Chancen, dass das alles tatsächlich schnell für Sie jetzt gehen kann, für das Land? Die Chancen stehen gut, weil die Ukraine ihre Hausaufgaben ganz schnell macht. Also vorgestern haben wir den zweiten Teil dieses großen Fragebogens an die Europäische Kommission überreicht. Das geht um die Gesetzgebung, über die Harmonisierung unserer Gesetzgebung mit der EU. Die Europäische Kommission ist jetzt dabei, es zu bewerten, ob wir diese Kriterien erfüllen. Und wenn diese Bewertung positiv ausfällt, dann kommt es zu nächsten Schritten, also offizieller Kandidatenstatus. Und die deutsche Position wird sehr, sehr wichtig sein dabei, da die Vertreter Deutschlands immer sehr logisch natürlich vorgehen. Und wenn es eine positive Bewertung gibt, dann gibt es auch keinen Grund, uns den nächsten Schritt nicht zu gewähren, also den Kandidatenstatus. Wir sind mit der ganzen EU im Kontakt, mit Bundeskanzler Scholz und auch in Deutschland natürlich mit unterschiedlichen Ressource. Und wir hoffen, dass diese symbolische und große Entscheidung getroffen wird. Und wenn es zum Beispiel im Juni, wenn man uns dann einen negativen Bescheid gibt, unsere Menschen, die sich jetzt verstecken müssen vor Beschuss, unsere Mütter, unsere Soldaten, sie werden es einfach nicht ertragen können, wenn wir wegen bürokratischer Hindernisse diese Entscheidung nicht bekommen oder wenn das nicht schnell vorangeht.
Ja, Frau Baerbock hat ja auch gesagt, die Paragraphenreiterei in der Europäischen Union sollte jetzt mal ad acta gelegt werden. Aber Herr Joschka, die Ausbildung von ukrainischen Soldaten an der Panzerhaubitze 2000 hat ja nun auch in Deutschland begonnen. Und wie wichtig ist genau das für Sie, für die Ukraine, für den weiteren Kriegsverlauf? Sehr wichtig. Am Anfang des Krieges gab es diesen Narrativ, der durch Russland provoziert wurde, dass die Ukrainer nicht kämpfen können. Sie können die modernen Waffen nicht bedienen, nur die sowjetischen Waffen. Und jetzt sieht die gesamte Welt, dass die ukrainische Armee doch recht mutig ist, hat sehr große Skills sozusagen, mit den modernen Waffen zu kämpfen und es auch beherrscht. Und wir bedanken uns bei Deutschland sowohl für die Lieferungen als auch dafür, dass unsere Kämpfer ausgebildet werden. Und jetzt gemeinsam werden wir unseren Sieg näher bringen. Es wäre sehr schön, dass es mehr Soldaten, ukrainische Soldaten ausgebildet werden an diesen modernen Waffen, dass es immer mehr werden. Und gibt es denn jetzt schon einen Zeitplan, wann diese schwere Waffe dann auch tatsächlich eingesetzt werden kann? Wir müssen jetzt schnell diese Waffen liefern in diese Hotspots, wo es am meisten gekämpft wird. Sie wissen, dass Donbass jetzt, dass diese Schlacht um Donbass, wie man sagt, jetzt am Laufen ist. Mariupol hätte heute schon befreit werden können, wenn wir genug schwere Waffen hätten. Also Artilleriesysteme, moderne, auch gepanzerte Fahrzeuge, Panzer, unterschiedliche Artilleriesysteme. Und es wäre schön, wenn es schnell ankommt zu den Hotspots, wo es gebraucht wird. Und damit wird diese Frage, das wird eine Frage von Wochen oder Monaten sein. Und wir werden natürlich diese Gebiete befreien und wir werden siegen. Igor Joschka, außenpolitischer Berater von Präsident Zelensky. Danke, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und danke für das Gespräch. Passen Sie bitte weiter gut auf sich auf.